Hallo Leute, hier ist Schutzmann. Ja, der liebe Hügi-san und der liebe Kunta Kinte. Wir waren zu dritt unterwegs in der Divi. Ein paar Schneeflocken abfahren. Kunta ist in der Öland, ich in der Belfast 43. Hügi-san ist in der Vladi. Das ist auch so ein OP-Ding. Wir sind Top-Tier. Und im Gegner ist Kansas, Vanguard. Ups, Nagato, Rook, Bayern. Bayern ist harter Hund, bis man den kleinen gekriegt. Eine Toulon sieht man wirklich selten. Wir haben Tirpitz, ja, schöner Brawler. Duke of York, Colin Budd, das sind alles sehr weiche Schlachtschiffe, aber auch eine Bayern. Wir haben dafür aber mit mir drei Marauder. Ja, wenn ich das, doch, doch, wir haben drei Marauder. Ah, wir haben eine Graf Spee, die ist natürlich vom Ding her besser als die Nürnberg. Muss man sehen. Auf jeden Fall war das wirklich eine spannende Runde. Ja, was kann ich sagen zu der Belfast 43? Das ist eine Edinburgh mit HE und Radar. Ne? Nebel und Radar hat die Belfast 43. Ist also eine Eddy mit Nebel und Radar. 9 Kilometer Radar ist völlig okay. Du gehst auf 8, 9 auf, das ist natürlich ein Traumwert. 10 Kilometer Torpedos wären natürlich schön gewesen. Schön blind. Stealth Torpen. Die Hydro ist ganz okay. 355, das ist für ein Stufe 8 Schiff normal. Ne? Das heißt, sind halt keine deutschen Werte, sind englische Werte. Das Radar auf 9 Kilometer auf Stufe 8 ist auch okay. Ich glaube, die Amis, die Indianapolis hat auch 9, meine ich. Ich meine auch, dass die 9 hat. Gut, ja, wir teilen uns ein bisschen auf hier. Kunta ist in die 1-2er-Reihe gefahren, wollte da unseren Tippets, Colin Wood und Chapaya von Asom Kram helfen. Das geht auch ganz gut. Lars ist mit der Vladi einfach mal mittig gefahren. Ich auch. Ich wollte einfach hier vorne ran, meine Lieblingsposition. Ups. Ich wollte einfach ja, hier vorne hin an meine Lieblingsposition. Besonders mit Kreuzern ist diese Position recht gut. Oder allgemein mit Ami-Kreuzern oder so ist diese Ecke hier wirklich zu empfehlen. Ne, ihr seid halt von hier relativ safe und ihr könnt schön ja quasi die ganze Ecke hier so abgrasen. Da ist eine Ruhe, machst mal schön Nebel an und kannst dann da schon mal anfangen rüber zu spucken, wenn ja, gut, englische Schiffe bremsen halt ewig langsam. Ne? Du hast keine Heilung mit. Siehst du, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Aber das wäre auch ganz schön krass. 40 Sekunden Nebel. Das ist natürlich nicht die Welt. Aber wir fangen jetzt hier an. Also Fengard, die steht sehr schön breit. Also können wir ruhig mal auf AP wechseln. Das war aber schön für 6 Treffer. Die Rook ist eh sehr weich, ne? Das ist ein Schlachtkreuzer. Da könnt ihr schön. Alter, was machen die denn da über mir heute? Erst hämmern und jetzt, keine Ahnung. Rook ist schön weich. Da kann man wirklich Stress machen. Ich meine, in der Belfast 43 seid ihr auch ein Spielball einmal komisch gestanden. Egal, HEAP macht euch einfach wirklich Kopfschmerzen. Na, wie die RAF früher in Belfast Stress gemacht hat, seid ihr wirklich am kurzen Hebel ziehen hier, wollte ich gerade sagen, mein Gott. Ach ja, erzähl Quatsch, denkt euch nichts dabei. Ja, Position wechseln, ich bin jetzt auf. Die Rook hat sich ein bisschen verfahren, da ist noch eine Vanguard, ich bin noch voll auf HE. Der Nebel läuft ja relativ schnell. Du hast zwar immer nur 40 Sekunden, aber der ist halt schnell ready. Ihr macht mit der HE bei der Rook wirklich schön Schaden. Ich weiß gar nicht, was hatte die für eine Pen eigentlich? Nur 30 mm. Das ist völlig okay. Ja, draußen ist er. Und dann sehe ich jetzt hier,
dass da mitten aus dem Nirgendwo eine Bayern ankommt. Drüben sieht es eigentlich relativ knapp aus. Hunterkind, der versucht sein Bestes da hinten. Ich guck mal, ob ich mich nochmal umpositionieren kann, weil die Bayern hatte einfach die Idee, komm, wir fahren einfach mal durch die Mitte. Komm, wir fahren nach Amsterdam oder so. Collingwood ist da hinten noch, an unserem Cap ist noch die Graf Spee. Ja, weiß ich nicht, Bayern ist halt sehr hart gepanzert. Ich glaube, er ist auf Stufe 6 eins der am krassesten gepanzerten Schlachtschiffe. Und damit kannst du schon wirklich Stress machen. Also Bayern kann wirklich, selbst als Lothier kannst du mit Bayern nochmal richtig was reißen. Keine Ahnung, was sich Wargaming bei der Bayern gedacht hat. Aber los. Ja, Lars in seiner Vladi fährt erstmal Richtung den Knubbeldutte. Und runter. Wir sind eigentlich auf der 8-9er Linie relativ stark aufgestellt. Ich versuche die Bayern ein bisschen runter zu fackeln. Drüben in der 1-2er Linie sieht das noch sehr, sehr gemischt aus. Unsere Graf Spee macht einen auf Tanky. Will hinten ein bisschen lockerer machen, aber das war ein guter Spieler. Also nichtsdestotrotz hier Covers 2020. Der hat schon gut mitgespielt, ohne dass man hier pingen musste und was weiß ich nicht. Der hat da schon ganz gut gesehen. Genauso wie wo ist hier unsere Shimonomo? Das die beiden. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wurden die gelobt von uns. Aber das haben die beiden wirklich gut gemacht. Ja, schön der Graf Spee. Die Bayern fernhalten. Jetzt, aus welchem Grund noch immer, fällt unser 8-9er Linie. Ja, 2000 Schaden, aber was war einfach nicht so. Du bist eigentlich ewig dabei, mit dem Kreuzer so eine Bayern runterzufahren. Besonders wenn du auf derselben Tierstufe bist. Ja. Da lacht sich das Schlachtschiff Bayern kaputt darüber. Ja, du hast irgendwie 2000 Schaden pro Salve. Da bist du ja morgen noch zugange, bis du da quasi im Alleingang so eine Bayern runter hast. Ja gut, das war jetzt mal ein bisschen besser. Ja, guck mal, unsere Bayern hat die Vanguard rausgenommen. Also wenn ihr wirklich mal ein krasses... Ich glaube, die nächste Ranked Season ist ja wieder 6, 7, 8, 9 und 10. Ich meine, das gelesen zu haben oder gehört zu haben. Ich bin mir nicht ziemlich sicher, aber ich meine schon, dass wieder 6, 7, 8, 9 und 10 ist. Also je nach Bronze, Silber, Gold. Da kann ich euch die Bayern nur empfehlen, wenn ihr mal ein krasses Schlachtschiff sucht. Die könnt ihr dann auch ruhig auf Full-Sex spielen. Das ist völlig egal. Ihr seid dann zwar nur mega ungenau mit den Hauptkanonen. Die Bayern hat auch keine genauen Hauptkanonen. Wenn die treffen, machen die natürlich echt Aua. Aber die Bayern ist schon... Die muss erstmal runtergekämpft kriegen. Auch Shimanto. Muss man auch passen mit ihren 12 Kilometer Torpedos. Oh, 7 Treffer und ein Brand. Tickt er dann wenigstens noch? Nein, wird gleich gelöscht. Ist ja klar. Ja, unser Cap wird eingenommen. Lars kommt zurück in der Vladi. Da ist noch unser Duke of York, Shimonomo. Unser Cap wird eingenommen. Kawa tut mit mir zusammen das Beste, um die Bayern daraus zu bekommen. Ich dachte mir jetzt, ach komm, gehen wir hart dran. Das Ding hat noch fast 15.000 HP und wie schon angesprochen, mit so einem leichten Kreuzer wie die Belfast 43 oder so, oh, das dauert einfach ewig. Ne? Also selbst mit HE dauert das ewig, bis du so eine Bayern runtergefackelt hast. Da geht auch schon das Ganze los. Machen wir ein bisschen so. Das war ziemlich gut. Sind wir durch die Nase gekommen mit unserer... Oh nee, die Kanonen drehen.
Shimano schießt auf mich und hat nicht alles getroffen, ne? Also jetzt von der Bayern. Oh, Gott sei Dank. Lars hat geregelt. So. Ich guck noch mal, ob hier irgendwas drin ist. Ich sehe, dass hier die Naga, dass die Cossacks, ja, Nebel gesehen, also erstmal Randa. Ja, zum Glück, was ihr denn jetzt seht, hätte ich jetzt beinahe leider gesagt. Zum Glück hat die Cossacks aber so einen verrückten Fehler gemacht. Die ist einfach rausgefahren und hat, glaube ich, gleich nochmal geschossen, ne? Ja, mein Radar ist zu Ende. Kanone kaputt. Cossacks ist auch übler Zerstörer. Also, der kann euch schneller raus, der kann so eine Bayern schneller rausgunnen als meine Belfast hier. Muss man auch mal wirklich, also gefühlt schon. Ja, meine Hydro läuft, hab Glück gehabt mit den Torpedos. Cossacks hat ja nur einen Werfer, aber die Stärke von der Cossacks ist auch eher, die sind auch eher die Kanonen. Ja, Lars ist am Snacken. Aber egal, gewonnen ist gewonnen. So, und jetzt bin ich überlegen, mache ich nochmal hier Smokey. Smoke ich nochmal ein mit der Nagato. Und... Oder lasse ich mich erstmal zugehen. Oh, ich habe mich entschieden erstmal... Oh, die Kensa schießt. Schießt sie auf mich oder auf irgendjemand anders? Ich sehe, dass hier unsere Shimonomo durch will. Ne, die will in den Cap. Ich habe mit Lars gesprochen, du Lars, ich fahr zurück. Ich guck mal. Ich werde hier die Shimanto unter Feuer nehmen, dass unsere Shimonomo da ein bisschen Stress machen kann. Jetzt sehe ich aber, dass er immer mehr aufgeht. Kunderkind ist oben. Wir sind jetzt hier nur noch mit der Vladi, Graf Spee und Shimono. Es tickt hart für den Gegner. Ich muss hier so gut es geht anwinkeln, Gas geben. Ich habe natürlich auch noch zwei Schiffe in der Seite. Das ist überhaupt nicht witzig. Also dachte ich mir, komm, ich muss jetzt hier erstmal anwinkeln. Die fahren aber leider weg. Also war ich ein bisschen flott mit dem Smoke. Toulon, ja, ist halt eine ich weiß gar nicht, wie der Achter jetzt heißt von den französischen Schlachtkreuzern. Ist halt, ja, weiß ich nicht, 7,5. Ein Tier 7,5 Schlachtkreuzer auf der Tierstufe 7. Also der ist schon ziemlich stark. Du hast aber eine schlechte Panzerung und große Nachladezeit. Aber du bist halt schnell, so wie das einfach typisch ist für die französischen Schlachtkreuzer. Meine Shimono nimmt den Cap ein. Ich habe mit Lars gesprochen, er soll, oder Kunterkind und ich haben mit Lars gesprochen in seiner Vladi. Er soll rüberfahren zu den anderen dreien, hier in der 2er-3er-Linie, ein bisschen tanken. Ohne dass wir das großartig kommuniziert haben, kommt mir aber jetzt die Graf Spee hinterher und hilft mir. Ne? Ich versuche hier die Shimanto rauszunehmen, versuche mich ein bisschen von der Allende weg, oder war das Allende? Ja, Allende weg, die hat ja Radar. Und solange unser DD spottet, muss ich irgendwas machen. Ne? Also ich, wenn wir das gewinnen wollen, muss ich hier erstmal die Shimanto rauskriegen und danach irgendwie die Allende. Aber es ist leichter gesagt als getan mit der Belfast 43. Die hat ihre Momente. In gewissen Situationen ist sie wirklich stark. Ne, wie gesagt, du hast halt 4x3. Ich bremse ein bisschen ab. Ich mache mal zur Sicherheit Hydro an, weil Shimando hat natürlich ziemlich lange Torpedos. Bisschen ausweichen, nicht noch mehr Schaden nehmen als nötig. Ja, aber anscheinend hat wohl die Allende, ich weiß nicht, warum unsere Shimonomo offen ist jetzt. Aber auf jeden Fall war das gut für uns. Meine Graf Spee kommt mir jetzt nämlich langsam hinterher. Kunterkind und Lars machen hinten die drei Leute am Start. Ich komme nicht mehr sauber an die Shimanto und leider ist sie zu. Ja, also schnell wechseln. So viel Damage wie möglich rausholen.
Oh, er brennt nochmal. Vielleicht fackelt er jetzt ab. Oh, das wäre so schön. Und? Nee. Er brennt nochmal. Nee, das war das andere Schiff. 113. Leider hat die Allende meine Shimonomo rausgenommen. Aber nichtsdestotrotz, den haben wir gelobt. Das war ein guter Move von der Shimonomo, da jetzt nochmal reinzufahren. Ja, Generaloffensive. Ich habe Angst vor Torpedos. Die Toulon drüben merkt den Braten. Ich versuche mich ein bisschen anzuwinkeln. Fangen wir, glaube ich, gleich nochmal richtig einen ein. Abgeprallt, sehr schön. Ich bin aber auch zu. Allende schießt blind weiter. Das Ding ist nur, ich glaube, ich nebel gleich. Wenn ich jetzt... Das war einfach ein Fehler. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, warte ich jetzt noch ab auf die Graf Spee? Ne, die Allende ist auch zu. Guck mal, da waren Torpedos. Ach, Kansas ist draußen. Genau, sehr schön, sehr schön, sehr schön. RPF springt um. Wir wollten hier auf Safe spielen jetzt. Und Nagato ist im Kreuzfeuer. Wir wollen hier nichts riskieren. Ich habe aber noch zweimal Smoke. Wir sind bei 84.000 Schaden. Also mal gucken. Es ist sehr heikel. Ich muss warten auf die Graf Spee. Die Graf Spee hat noch weitaus mehr HP als ich. Damit die gleich spottet. Ja, und jetzt mache ich einen Fehler. Das war ein absoluter Fehler. 9 Kilometer. Ich hoffe natürlich, dass die gleich aufgeht hier. Da ist sie. Ja, schnell wieder vorwärts kommen. Ja, winkelt schön an, das ist natürlich schlecht. Das war auch. Ich mal. Ich sag, komm, scheißegal, ran. Allende schießt auf die. Ich muss aufpassen, die Toulon schießt hier auch rein in den Nebel. Meine HE sitzt. Ja. Ein bisschen höher. Nagato ist da. Ich muss weg von der... Oh, der hat richtig schön gesessen. Ja, gegen leichte Kreuze ist diese Briten-HE richtig gut. Da ist die Toulon. Ich bin relativ sicher. Ich versuche auszuweichen. Graf Spee, oh, Stoßtrupp haben wir. Sehr schön. Öland hat die Nagato rausgenommen. Ich treffe nochmal. Oh, ich krieg hier richtig einen rein. Ja, gut. Koordinierter Angriff, Waffenbrüder. Warum habe ich keinen Kratzer gekriegt? Naja, egal. Ja, somit haben wir das tatsächlich nochmal gedreht bekommen. Ist jetzt nur noch die Toulon drin. War viel zu aufregend für meinen Geschmack. Das war schon ziemlich spät am Abend. Ah, ja, aber... Oh, Toulon hat nochmal die Graf Spee rausgenommen. GG. Ja, nee, aber Kawa und Shimonomo, der Move von den beiden hat wirklich gut funktioniert. Ne? Shimonomo rein in den Gegner-Cap. Das hat ein bisschen die Front aufgebrochen. Einige sind zurückgefahren. Graf Spee hat das auch gut gesehen, hat auch gut oben mit uns gegen die Bismarck und gegen die Cossacks geholfen. Hm, was will man mehr? Ja, würde ich die Belfast 43 empfehlen. Also wenn ihr britische leichte Kreuzer macht, so wie mögt, so wie Edinburgh oder Fidschi, ja, ist okay. Kann ich, wenn du die magst, aber ist jetzt auch kein Must-Have. Die Stufe 7 Belfast ist natürlich legendär. Man hat ein bisschen so Name-Washing betrieben, einfach eine Stufe höher. Diese 43er-Geschichte nimmt ja mittlerweile ziemlich Fahrt auf, also gibt da jetzt auch nochmal eine Scharnhorst 43. Das gucke ich mir ja noch an. Also bis jetzt, ich habe ja ein paar Videos schon gesehen von anderen YouTubern, bis jetzt hat mich das aber noch nicht überzeugt, warum ich mir eine Scharnhorst 43 kaufen sollte. Vielleicht ändert sich ja da noch was, ist ja alles work in progress. Ja, ja, es ist noch in Arbeit, ihr wisst, was ich meine. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Es kommen ja irgendwie noch U-Boote mit Fliegern jetzt. Ja, also...
Wir liegen voran. Ja, Rockford 73. Oh, Schulter an Schulter. Sehr schön. Jetzt müsste doch noch mal ein Kill kommen. Ja, alle schießen. 20 Sekunden. Überlebt sie. Ah, sie heilt gut gegen. Ah, schaffen wir nicht mal. Oder geht sie noch drauf? Ne, ne, ne. Da kommt Rockford 73 wohl noch davon. Ja. Trotzdem war das eine schöne Runde. Ui, ah, doch noch. Mal gucken, ob die Gefechtsauswertung funktioniert. Ja, tatsächlich. Das ist ja immer so eine Sache. Ja, 97.000, war eigentlich eine ganz witzige Runde. 1850 Base XP. Trotzdem, hier Shimonomo und Graf Spee haben wirklich gut gespielt. Natürlich mein Lasi und mein Kunterkind haben auch gut gespielt, so ist das nicht. Aber naja, Belfast 43. Müsst ihr wissen, wenn ihr gern so leichte britische Kreuzer fahrt, dann kann ich sie euch empfehlen. Sie hat keine Reparatur, aber ansonsten ist jetzt nichts großartig anders als die Edinburgh. Ne? Nur, dass ihr Nebel und Radar habt, aber gut, müsst ihr selber wissen. Alles klar, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, viel Spaß beim Spiel und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao.